Post vom Gesundheitsamt. Was muss ich tun? So lautet unsere heutige Folge. Herzlich willkommen zu unserer, ja, ich hätte gesagt Podcast, aber nein, wir sind auch auf YouTube zu unserer neuen Folge Einfach Recht. Heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gesprächsgast und zwar meinen geschätzten Kollegen, den Jan Steinmetz, Rechtsanwalt und bei uns auch der führende Kopf in der Bearbeitung all der Fragen von Arbeitnehmern, wenn es darum geht, Impfpflicht, partielle Impfpflicht und wie man sich da verhalten sollte. Und spannende Folge, wir unterhalten uns über praktische Fälle, die sich gerade bei uns aufgetan haben mit der partiellen Impfpflicht, die seit dem 15.03.2022 gilt und werden darüber sprechen, was man tun kann, was man tun sollte und vielleicht den einen oder anderen kleinen Schwank noch drumherum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Jan, herzlich willkommen in der heutigen Folge mal ein bisschen anders. Das heißt, ich bin nicht ganz alleine und wir haben ein spannendes Thema, mit dem du und dein Team gerade recht viel zu tun hast. Und zwar geht es um die partielle Impfpflicht. Wir haben da mal ein Video drüber gemacht. Das hat ja großen Anklang gefunden zur Frage Rechtmäßigkeit, partielle Impfpflicht. Und wen betrifft es, wen betrifft es nicht? Und bei dir ist es jetzt so, dass zunehmend die Schreiben der Gesundheitsämter eingehen. Denn ich habe damals noch gesagt, naja, bis die Gesundheitsämter reagieren, das wird eine Weile dauern. Und die meisten Gesundheitsämter sind auch tatsächlich noch nicht so weit. Aber die ersten Gesundheitsämter scheinen ja jetzt auch Schreiben an die Mitarbeiter zuzustellen. Richtig. Erstmal hallo Sandro. Schön, dass wir uns heute zusammengefunden haben. Ja, und mal allen da draußen, allen Zuhörern und Fans und Followern deiner Person und unserer Kanzlei mal aktuell was zu berichten, wie es hier wirklich im Leben aktuell läuft und was so stattfindet. Und wer sich so aus Richtung Gesundheitsamt alles so meldet und ja, wie das dann natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Unternehmer so in unserer Republik sich auswirkt. Ja, Lass uns mal schauen. Genau. Ich kann vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, einsteigen. Ja, richtig. Einige Gesundheitsämter werden jetzt wach, wobei ich den Eindruck habe, dass das vornehmlich die alten Bundesländer betrifft. Ob es jetzt daran liegt, dass im Osten einfach weniger zu tun ist oder weniger Personal ist. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Insbesondere, wie gesagt, in den alten Bundesländern, da geht es jetzt los, dass die Gesundheitsämter auf die Unternehmen und auf insbesondere natürlich auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugehen und Post versenden, richtig. Jetzt ist ja die Ausgangssituation die, dass die nicht geimpft sind, na, wir haben das ja gesagt, wir haben so eine Zweiteilung bei den Mitarbeitern, die neu eingestellt werden, die müssen letztendlich den Impfnachweis haben und bei den Mitarbeitern, die vor dem 15.03. schon beschäftigt waren, bei denen ist es so, dass die Situation ein bisschen anders ist. Wenn die beschäftigt waren schon über längere Zeit und sind jetzt nicht geimpft, dann müssen die ja bis zum 15.03. gegenüber dem Arbeitgeber den Impfnachweis erbringen, beziehungsweise genesenen Nachweis. Also ne, diese klassische Regelung, die wir da haben. Wer da mehr wissen will, guckt euch da am besten das Video und den Podcast so an, den wir da veröffentlicht haben. Da geht es im Detail rein. So, jetzt ist es so, der 15.03. ist durch. Ja, zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, ist es der 8.04.22. Und jetzt haben Mitarbeiter, die erfüllen diese Voraussetzung nicht. Die sind nicht geimpft, die sind nicht genesen. So, das heißt, sie haben beim Arbeitgeber schlichtweg nichts abgegeben. So, der Arbeitgeber war jetzt verpflichtet, den Gesundheitsämtern anzuzeigen, wer von seinen Leuten, wo nach seiner Sicht die der Patientenimpfpflicht unterliegen, ist ja auch ein Unterschied, ne, was der Arbeitgeber meint, wer dem Patientenimpfpflicht unterliegt und was auch das Gesundheitsamt meint. Da sind ja schon riesen Unterschiede in der rechtlichen Wertung. So, jetzt hat der Arbeitgeber, der ist der Meinung, okay, meine Leute müssten alle geimpft oder genesen sein. Jetzt habe ich welche, die sind es aber nicht. Und jetzt schreibe ich das dem Gesundheitsamt. So, und das Gesundheitsamt kriegt jetzt die Post und jetzt haben wir Gesundheitsämter, die reagieren jetzt wie? Ja, also gut, du hast das ja im Grunde genommen schon beschrieben. Der Arbeitgeber macht die Meldung ans Gesundheitsamt. Auch der Arbeitgeber hat natürlich vorher zu prüfen, welchen seiner Arbeitnehmer er dort wirklich tatsächlich hinmeldet. Denn auch der Arbeitgeber darf nicht wahllos die Daten seiner Mitarbeiter in der Gegend rumschicken und auch nicht zu Behörden. Das wäre auch eine öffentliche Verbreitung der Daten in dem Sinne. Und der Arbeitgeber muss vorher schon prüfen, unterliegt dieser spezielle Arbeitnehmer der Vorschrift des 20-Jahre-Infektionsschutzgesetzes.
Kommt der Arbeitgeber zu dieser Erkenntnis und sagt, ich muss diese Meldung machen, dann schickt das Gesundheitsamt zunächst mal Anhörungsschreiben raus. In diesen Anhörungsschreiben wird dann dargestellt, nach welcher Rechtsgrundlage des § 20a Infektionsschutzgesetzes das Gesundheitsamt meint, eine entsprechende Vorlage von Unterlagen zu fordern. Dann wird noch so ein bisschen allgemein aufgrund der Gesetzesbegründung dargestellt, warum das erforderlich ist. Sicherlich, um vielleicht auch ein bisschen für Verständnis bei den Bürgern zu werben, die da eben dieser Pflicht bislang noch nicht nachgekommen sind. Ja, und dann wird dem Betroffenen entsprechend eine Frist gesetzt, in der Regel so 14 Tage bis 3 Wochen. Und in dieser Frist hat dann der angeschriebene Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, diese Unterlagen gegebenenfalls, wenn denn diese Pflicht tatsächlich besteht, vorzulegen beim Gesundheitsamt. Muss der das beim Gesundheitsamt vorlegen oder beim Arbeitgeber? Der muss es tatsächlich, die Gesundheitsämter fordern dann die Vorlage beim Gesundheitsamt. Weil es ist ja auch so, dass man das schon, also das habe ich jetzt auch gesehen, auch in der Beratung, dass es da unterschiedliche Schreiben gibt, ne, dass man gesagt hat, bitte reicht das bei eurem Arbeitgeber ein. Und der Arbeitgeber muss dann eventuell eine Rückmeldung geben oder aber auch schreiben, die sagen, nee, reicht das direkt bei uns beim Gesundheitsamt ein. Genau, das ist nach dem Gesetz eben auch zulässig. Ist ja auch der praktischere Weg, muss man einfach auch mal sagen. Ja, gut. Und jetzt ist es ja so, dass man da sagt, mit Unterlagen, die eingereicht werden sollen, geht man davon aus, dass das Gesundheitsamt sagt, naja, kann ja sein, du bist geimpft oder genesen und hast bloß das noch nicht eingereicht. Dann würdest du das einreichen beim Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt würde dann sagen, okay, lieber Arbeitgeber, hat sich geklärt, gibt gar kein Problem. Ja? So. Oder du sagst, nee, kann ich nicht einreichen, weil ich das nicht habe. Ich bin aber der Meinung, ich brauche das gar nicht. Punkt 1, weil das Gesetz sowieso nicht wirksam ist. Da spricht ja viel dafür. Da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf, wieso das Gesetz vielleicht nicht wirksam ist. Oder aber, weil du sagst, ich falle ja gar nicht unter den Personenkreis derer, die überhaupt geimpft sein müssen. Ja, weil die Auffassung des Gesundheitsamtes und des Arbeitgebers schon falsch ist, weil ich gar nicht zu einer dieser verpflichtenden Gruppen gehöre, die dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du so ein Anhörungsschreiben kriegst, jetzt stelle ich die Frage mal auch aus der Sicht des Zuhörers und Zusehers, muss ich denn darauf reagieren? Gute Frage, Sandro. Gute Frage. An sich muss man auf ein Anhörungsschreiben einer deutschen Behörde nicht zwingend reagieren. Insbesondere aus meiner Erfahrung in Verkehrsbußgeldsachen oder auch in Strafsachen ist natürlich eher die Empfehlung des Anwalts, bitte nicht reagieren, Anwalt konsultieren, dann sieht man die Akte ein, dann antwortet man. Hier in dieser Sache liegt es, meine ich, ein bisschen anders. Wenn man sich die Schreiben der Gesundheitsämter ansieht, die wir jetzt vorliegen haben, dann legen wir die eher aus als schon einen tatsächlichen, nicht bloß Anhörungsschreiben mit der Aufforderung, ach, melde dich mal, Bürger, stell mal deine Meinung da, so wie du diesen Sachverhalt so beurteilst oder wie du das so gesehen hast, sondern hier wird dieses Schreiben des Gesundheitsamtes mit einer konkreten Aufforderung zum Handeln verbunden. Und da muss man aus juristischer Sicht sagen, kann man schon vertreten, dass das schon ein Verwaltungsakt ist. Nämlich Verwaltungsakt, allgemein gesagt, ein Schreiben einer deutschen Behörde, in dem einem Bürger ein Tun oder Unterlassen aufgegeben wird. Mhm. Und das Gesundheitsamt schreibt ja konkret, tu etwas, reiche binnen einer Frist Unterlagen ein. Punkt. Ist vielleicht noch ein besonderer Punkt sogar hier, die Aufforderung, Unterlagen einzureichen, ist ja ein bisschen ein Unterschied zu dem, was der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber geschuldet hat. Denn beim Arbeitgeber schuldete der Arbeitnehmer die Vorlage eines solchen Nachweises. Vorlage heißt für den Arbeitnehmer, ich gehe zu meinem Chef oder dem vom Chef Beauftragten, halte ihm das vor und sage, hier Chef, ich lege dir das vor, hier ist es. Ist in letzter Zeit auch schon hin und wieder zu Streitigkeiten gekommen zwischen den Parteien im Arbeitsverhältnis, weil eben einige Arbeitgeber der Auffassung waren, sie müssten, wollten, wie auch immer, sich das kopieren. Und viele Arbeitnehmer gesagt haben, das möchte ich aber nicht. Hier ist es tatsächlich so, die Behörde sagt, reich mir die Unterlagen ein. Ja, und dann muss man sie vorlegen. Und damit sagt die Behörde, tu etwas, Bürger, setzt mir eine Frist. Und auch wenn diese Anhörungsschreiben in der Regel nicht mit einer Rechtsbelehrung versehen sind, die an sich zu einem notwendigen Inhalt eines deutschen Verwaltungsaktes gehört, dann würde ich schon sagen, der sicherste Weg, es als Verwaltungsakt zu betrachten,
da eine Einmonatsfrist zu beachten, innerhalb derer dort also nicht nur geantwortet, sondern auch formell gesagt wird, ich widerspreche dem, wenn man denn der Meinung ist, dass man dem widersprechen möchte. Und also wirklich formell Widerspruch einzulegen und den dann entsprechend der jeweiligen Situation dann auch zu begründen. Was könnte jetzt in so einer Begründung drinstehen? Also du hast ja zwei, also lass mich mal noch eins davor gehen. Du sagst, klar, beim Arbeitgeber muss nur vorgelegt werden, der Nachweis, und der Arbeitgeber muss dann fragen, ob er kopieren darf, oder ansonsten muss er selber handschriftlich oder wie auch immer bestätigen, ist vorgelegt worden, erfüllt das Ganze. Ne? Oder er informiert, weil er sagt, nee, ist mir nicht vorgelegt worden. Mhm. So, jetzt ist es so, das Gesundheitsamt sagt jetzt, deswegen habe ich da ja auch ganz gezielt nachgefragt, das Gesundheitsamt sagt jetzt, ich möchte den Nachweis haben. Also schick mir den Nachweis. Jetzt will das Gesundheitsamt da ja mehr. Da stellt sich als erstes die Frage, ist denn das im Gesetz auch so geregelt, dass das Gesundheitsamt das darf? Kann man gleich eingehen? Genau, das Gesetz kann dann eben sagen, ja, anzuordnen, das Gesundheitsamt anordnet, entsprechend Unterlagen vorzulegen. Genau, also aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz der entsprechenden Regelung, da dürfen die Gesundheitsämter das auch verlangen, im Unterschied zu dem, was der Arbeitgeber nicht verlangen durfte. Genau. So bedeutet ja auch, wenn die Gesundheitsämter schreiben, legt das dem Arbeitgeber vor, dass du sagst, nee, das kann schon nicht richtig sein, weil der Arbeitgeber hat ja gar keinen Anspruch drauf nach dem Gesetz. Ja? Vorzulegen schon, aber nicht zu übergeben, ja? Genau, genau. Und der Arbeitgeber müsste dann ja noch wieder sagen, nee, hat noch nicht vorgelegt, weil er kann da nichts einreichen. Also dürfte wohl der richtige Weg sein, wenn die Gesundheitsämter sagen, nee, nicht über den Arbeitgeber, sondern direkt gegenüber dem Gesundheitsamt. Das könnte schon auch eventuell ein Fehler in dem Schreiben, in der Anhörung sein. Wäre wahrscheinlich erstmal unschädlich, aber wenn man Störfeuer legen will, dann kann man natürlich da hingucken. Ja. Und sagen, Arbeitgeber ist doch gar nicht verpflichtet, was willst du von mir? Und schon habe ich wieder Zeit gewonnen, denn Zeit spielt ja eine Rolle. Ja. Weil ja wir bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ja eine Befristung bis zum 31.12.2022 haben. Ja. Und dann gilt diese einrichtungsbezogene Impfpflicht erstmal, wenn nicht was anderes gemacht wird noch, erstmal nicht mehr. Das heißt also, ab dem 01.01.2023 wäre das, was wir eigentlich ursprünglich können und kennen, ohne dass du da einen Nachweis vorlegen muss, kannst du in den entsprechenden Gruppen, die dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, weiterarbeiten. Richtig. Ja, so, das heißt also, hier spielt das Thema Zeit und ein bisschen nach hinten hinaus verlagern ja eine erhebliche Rolle, weil die Anhörung ist ja der erste Schritt. Aus der Anhörung, aus dem Schreiben folgt ja jetzt nicht ein Beschäftigungsverbot oder ein Betretungsverbot, sondern das ist ja erstmal Ermittlungen der Umstände, ob eventuell, weil ja die Behörden ein freies Ermessen haben, ja, das Gesundheitsamt hat in den meisten Bundesländern ja einen großen Ermessensspielraum bekommen. Hm. Die haben denen ja so ein paar Vorgaben gemacht, das variiert da so ein bisschen. Jetzt gehen wir mal, Bremen und Hamburg sind da ein bisschen strenger als andere Länder. Es gibt andere Bundesländer, die haben dann gesagt, nee, komm, guck mal da ein bisschen fluffig drauf, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Musste jetzt nicht gleich mit der großen Pistole loslaufen. Und jetzt ist es aber so, dass im Rahmen der Anhörung man das ja auch so sehen könnte, dass die Ämter sagen, na, gib mir doch Argumente, weswegen ich mein Ermessen so ausüben kann, dass ich dir entgegenkomme und jetzt kein Beschäftigungsverbot oder Betretungsverbot ausspreche. Ne? Betretungsverbot heißt, du darfst die Einrichtung nicht mehr betreten, Beschäftigungsverbot heißt, du kannst deine Arbeitskraft da gar nicht mehr einbringen. Hm. Das heißt, in dem Lichte könnte man ja so ein Anhörungsschreiben auch sehen, denn aus dem Anhörungsschreiben selber rührt ja noch kein Verbot oder irgendwas anderes. Richtig. Das Anhörungsschreiben verpflichtet nur die Unterlagen entweder dem Gesundheitsamt oder je nachdem, es gibt auch Gesundheitsämter, die schreiben dann, leg es dem Arbeitgeber oder dem vom Arbeitgeber Beauftragten vor. Das ist die einzige Pflicht, die aus diesem Anhörungsschreiben folgt. Mehr erstmal nicht. Wenn man es denn als Verwaltungsakt sieht und den sichersten Weg gehen will und einen Widerspruch dagegen einlegen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, diesen Widerspruch auch zu begründen, beziehungsweise wenn man meint, man ist nicht verpflichtet, dann auch dem Gesundheitsamt eben das an die Hand zu geben. Denn du hast schon richtig gesagt, die deutsche Verwaltung ist verpflichtet, eben den Sachverhalt vollständig zu ermitteln. Und dazu dient ja das Anhörungsschreiben auch. Ich denke, da sollten wir vielleicht auch nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht mit so einer Anti-Haltung rangehen. Ja, denn die Behörde schreibt uns ja nicht mit bösem Willen an. Da sitzt ja auch der zuständige Sachbearbeiter, das ist ein Mensch wie wir alle, der macht seinen Job, der hat die Aufgabe, die ihm der Gesetzgeber und sein Vorgesetzter aufgibt. Und der macht dieses Anhörungsschreiben und der prüft dann natürlich, ja, der gibt ja dem Betroffenen auch die Möglichkeit, klipp und klar klarzustellen, bin ich denn betroffen? Ist der Sachverhalt, der dem Gesundheitsamt vorliegt,
korrekt? Ist der vielleicht auch gar nicht vollständig? Ist die Meldung des Arbeitgebers vielleicht unvollständig oder gar ganz falsch? Und dementsprechend unsere Empfehlung klar, gibt dem zuständigen Sachbearbeiter etwas an die Hand. Argumentationshilfen, wie er dann zu entscheiden hat, ganz einfach. Vielleicht können wir da auch gleich auf ein jüngstes Beispiel einsteigen. Einfach, ja, klar, was gerne. Wir jetzt hatten. Ja, du hattest es kurz angedeutet vorhin. Unterfällt die betroffene Person überhaupt dem Anwendungsbereich des § 20a Infektionsschutzgesetzes? Denn dann komme ich ja gar nicht zu der Frage, hat der Sachbearbeiter im Gesundheitsamt sein Ermessen auszuüben oder nicht, wenn er im Ergebnis der Prüfung feststellt, § 20a Infektionsschutzgesetz ist schon gar nicht anwendbar. Und da ist es ein schönes Beispiel von einem Arbeitnehmer, der für ein Krankenhaus arbeitet. Krankenhäuser haben ja nicht nur den Bereich der Betreuung der Patienten, sondern die haben eben auch noch Bereich Büro, Bereich, ich nenne es mal Facility Management, um im neudeutschen Jargon zu bleiben, und natürlich auch eine riesen IT-Abteilung. Ja, die ganze Software, alles Abrechnungssystem etc. Naja, und wenn ich dann in so einer Abteilung arbeite, dann habe ich ja in der Regel mit dem Krankenhausbereich nichts zu tun. Das mag auch in Altenheimen so sein, in Altenpflegeheimen. Auch die haben vielleicht nicht ganz so viel Technik, aber auch da, wenn ich jetzt konkret zum Beispiel diesen Bereich, in dem eben die sogenannten vulnerablen Personengruppen sich aufhalten, wenn ich den gar nicht betreten muss, um meine Beschäftigung auszuüben, dann unterfalle ich mit einigermaßen hoher Sicherheit, unterfalle ich schon nicht dieser Regelung. Denn diese Regelung, wenn man in die Gesetzesbegründung schaut, ist ja eben genau dazu gedacht, zu sagen, es gibt bestimmte Personengruppen, die sind besonders gefährdet. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eben naturgemäß mit diesen Personengruppen in Kontakt kommen, in körperliche Nähe kommen, zwingend mit diesen sich in einen Räumlichkeiten aufhalten müssen, diese sollen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterfallen. Diese sollen davon erfasst werden. Nicht umsonst hat die Bundesregierung auf ihren Handreichungen und Internetdarstellungen auch immer darauf hingewiesen und zum Beispiel gebracht, dass zum Beispiel, kann man auch mit einem Fragezeichen versehen, aber Postboten, ja, oder Paketzusteller anderer Unternehmen, die eben nur wenige Minuten eine solche Einrichtung betreten, dass diese, da gibt es so irgendwie so diesen 10 bis 15 Minuten Zeitraum, bei dem man ja auch sagt, okay, so lange darf man sich gemeinsam ohne Maske in einem engen Raum aufhalten, um dann das Infektionsrisiko noch nicht einzugehen. Diese Personen sollen schon gar nicht von der Vorschrift erfasst sein. Denn du weißt noch, wir haben ja lange darüber diskutiert, wie es dann ist, zum Beispiel mit Unternehmen, Handwerksunternehmen. Ich sag mal, der Maler, der zur Großrenovierung ins Altenheim muss mit seinen Mitarbeitern, der muss dann auch, da müssen alle Arbeitnehmer des Malers müssen dann erstmal ihrem Chef den Nachweis vorlegen, aber theoretisch dann ja auch der Heimleitung. Wobei das sind ja diese spannenden Fälle, wo man dann eben noch hinguckt, wo es dann in die Einzelfallberatung geht. Ne? Das eine sind ja, wo man formal erstmal sagt, wir können so mit dir schreiben, so eine Handreichung und Empfehlung geben. Ne? Die kann man natürlich auch bei uns beziehen, beziehungsweise kann man sie auch runterladen, wenn man das möchte. Oder aber diese individuelle Beratung. Und das im Rahmen dieser individuellen Beratung sind es genau die Fälle, die du jetzt angesprochen hast. Maler. Ja, und da gibt es ja mittlerweile auch Entscheidungen zu, finde ich ganz spannend, die gesagt haben, naja, wenn das nur ein Auftrag ist, der in Kürze abgeschlossen ist und nicht auf Dauer angelegt ist, dann müssen die nicht diesen sogenannten Impfnachweis bzw. Genesenenachweis erbringen. Wenn die aber über einen längeren Zeitraum dauerhaft immer wieder Dienstleistungen da erbringen, dann zählen sie in den Kreis derer rein, die dann eben diesen Nachweis erbringen müssen. Ne? Und da stellt sich in der Tat, und das muss die Rechtsprechung dann durch die oberen Instanzen durchentscheiden, die Frage, ja, wann ist denn wie lange? Ja, 15 Minuten, ein Tag, eine Woche, ein Monat. Ja, und wenn dann irgendwann mal eine Entscheidung der obergerichtlichen Instanz, selbst zweite Instanz, wenn die schnell sind, wenn die vorliegt, dann ist die Impfpflicht, die partielle Impfpflicht sowieso schon wieder durch, wenn sie nicht verlängert wird. Ne? Aber betroffen sind ja jetzt viele Menschen, die jetzt sagen, ja, sorry, jetzt kriege ich hier dieses Schreiben vom Gesundheitsamt. Und ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich tun? Also ist es besser, gar nicht zu antworten? Und da hast du ja schon gesagt, doch, Mitwirkung heißt, dass du dem, wenn du es richtig machst, dass du dem Mitarbeiter beim Gesundheitsamt eigentlich Argumentationshilfe gibst, dich von dieser Impfpflicht zu befreien oder zu sagen, die kommt bei dir gar nicht zur Anwendung. Ne? Deswegen ist das ganz sinnbringend, da auch tatsächlich mitzuwirken. Genau. Es ist einfach, ich finde es auch wichtig, einfach
zu verstehen, der möchte eine richtige Entscheidung treffen. Der Mensch, der wieder die Anhörung schickt, das ist auch ein Mensch wie ich. Na klar, kriegt man einen unpersönlichen Brief mit relativ unpersönlicher Anrede, mit darunter Ihr Gesundheitsamt im besten Fall. Das hat man wahrscheinlich damals, ich glaube, die Allianz war das. Die war unser aller Allianz plötzlich. Und jetzt ist es auch noch unser Gesundheitsamt. Ich hoffe, dass Sie sich dann auch so verhalten, wenn man Ihnen antwortet und dann auch dem glauben, was man Ihnen schreibt und dem nachkommen. Und dass man da einfach wirklich einfach aufklärt, sagt, lieber Sachbearbeiter, liebe Sachbearbeiterin, so ist es hier in diesem Fall. Zum Beispiel, ich bin in der und der Abteilung tätig. Ich komme überhaupt nicht in diese Räumlichkeiten. Ich betrete nicht mal die Gebäude. Ja, sondern ich sitze in einem völlig anderen Gebäudekomplex. Ich komme nicht in das Gebäude, in dem die vulnerablen Personengruppen untergebracht, behandelt, wie auch immer werden. Und deshalb werde ich nicht erfasst. Dann gibt es tatsächlich auch Bundesländer, die auf ihren Internetseiten da entsprechend auch klarstellende Hinweise geben, wo dann eben wirklich klargestellt wird, wenn eine klare räumliche Abgrenzung zu diesem Unternehmen vorliegt, dann werden diese Personen nicht erfasst. Das kann man darstellen und das kann man einmal selber darstellen, indem man das dem Gesundheitsamt durchschreibt in seinem Widerspruch. Ja, ich würde es einfach freundlich formulieren, sagen hier, ich widerspreche dem, weil aus den und den Gründen sehe ich mich überhaupt nicht von dieser Pflicht erfasst, mit einer entsprechenden Begründung und dann eben entsprechend dem Hinweis, dass man eben bitte eine Mitteilung haben möchte, denn man muss ja nur wissen, muss ich mich nun dran halten oder nicht, also je nachdem, was das Gesundheitsamt für eine Frist gesetzt hat, würde ich dann am Ende darum bitten, innerhalb 2-3 Tage vor Ablauf dieser Frist bitte eine Rückmeldung zu geben, ob denn das Gesundheitsamt nun an dieser Verpflichtung festhält oder nicht. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, aber wenn du gerade eine Frage hast erstmal. Sag mal noch, wenn du sagst, einen Schritt weiter. Ich habe in der Tat 2 Fragen, die an der Stelle dann aufkommen, oder kannst du vielleicht danach noch reingehen. Wie wichtig ist es oder besteht eine Verpflichtung, den Arbeitgeber da irgendwie mitzunehmen, zu informieren, zu beteiligen? Ne? Das wäre so eine Frage, die da aufkommt. Und die zweite hebe ich immer noch auf, weil du wolltest eh noch was dazu sagen. Ja, weil ich wollte gerade die erste Frage beantworten. Das ist gut. Na, sehr schön. Das passt ja, genau. Und das ist doch einfach das Schöne. Hier sitzen doch Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Regel in einem Boot. Beide wollen das Gleiche. Der Arbeitnehmer möchte seine Arbeitsleistung für den Arbeitgeber weitererbringen und der Arbeitgeber hofft natürlich inständig, dass der Arbeitnehmer auch weiter seine Arbeitsleistung für ihn erbringen kann. Und dementsprechend können beide zusammen arbeiten und sagen, nicht nur der Arbeitnehmer macht Einschreiben, sondern, und das empfehlen wir, einfach der Arbeitnehmer setzt sich mit dem Arbeitgeber zusammen und spricht mit ihm. Man schaut gemeinsam, was ist jetzt eigentlich, wie kann ich erstmal erklären, dass entweder ich gar nicht erfasst bin, dass mein Arbeitnehmer nicht erfasst ist von dieser Regelung. Oder wenn man zum Ergebnis kommt, okay, trifft zu, dann kommen wir genau zu dem Punkt, wie man die Ermessensentscheidung des Gesundheitsamtes beeinflussen kann. Also erstens prüfen, ist es überhaupt einschlägig, der § 20a Infektionsschutzgesetz? Wenn er nicht einschlägig ist, dann schreibt auch der Arbeitgeber das und bestätigt natürlich damit die Angaben des Arbeitnehmers. Weil was passiert denn sonst? Der Arbeitnehmer schreibt dem Gesundheitsamt, jetzt kommen wir natürlich zu der Frage zeitlicher Faktor nochmal, da können wir gleich nochmal die Kurve kriegen. Arbeitnehmer schreibt, dem Gesundheitsamt ist nicht anwendbar. Was macht das Gesundheitsamt? Möglicherweise seiner Pflicht zur umfassenden Sachverhaltsaufklärung folgend den Arbeitgeber anschreiben und sagen, lieber Arbeitgeber, ich habe hier eine Stellungnahme deines Arbeitnehmers, stimmt das? Da können wir uns nur nicht so hundertprozentig drauf verlassen. Wenn wir natürlich sagen wollen, okay, wir versuchen das Ganze zu strecken in die zeitlich, dann muss der Arbeitgeber natürlich noch nicht gleich mit zeitnah zu dem Schreiben des Arbeitnehmers sich äußern, wenn man aber sagt, ich möchte es kurzfristig geklärt haben. Ich möchte einfach wissen, woran ich bin. Der Arbeitgeber hat das Interesse, der Arbeitnehmer hat das Interesse. Wir wollen beide jetzt kurzfristig eine Entscheidung haben des Gesundheitsamtes. Dann auch gleich parallel Schreiben des Arbeitgebers mit einer Darstellung dazu, die diejenige des Arbeitnehmers bestätigt. Ja, das ist die eine Sache, ja, wie der Arbeitgeber eingebunden werden kann. Die zweite dann eben zu sagen, das kann natürlich auch ich als betroffener Arbeitnehmer machen, indem ich darstelle, gut, okay, ich sehe vielleicht ein, ich bin unterfalle dem Anwendungsbereich, aber, liebes Gesundheitsamt, du hast doch ein Ermessen. Denn der Gesetzgeber spricht ja eindeutig davon, das Gesundheitsamt kann ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot aussprechen. Und kann bedeutet im rechtlichen Sinne, du musst nicht, kann sein, muss nicht sein, oft mal ganz plattdeutsch gesagt. Ja? Und juristisch gesehen wieder Ermessensspielraum. Also gebe ich wieder dem Sachbearbeiter im Gesundheitsamt Argumente, mit denen er ja, seine Ermessensentscheidung füttern kann. Und dann muss ich eben darstellen. Aber lass mich mal da mal reingehen. Du sagst ja genau, das ist eine Kann-Entscheidung.
bin ich zu 100% bei dir, steht auch so im Gesetz drin. Und dennoch machen viele Arbeitgeber den Fehler, dass die, obwohl das Gesundheitsamt noch nicht reagiert hat, selber schon mit Sanktionen gegenüber dem Arbeitnehmer rauskommen. Mhm. Und das dürfte doch wohl, wenn man sich das anguckt, aus verschiedenerlei Gründen sehr stark angreifbar sein, oder? Siehst du das anders? Das sehe ich nicht. Das sehe ich genauso wie du, Sandro, weil ich bin ja fleißiger Verfolger deines Podcasts. Und da hast du das wunderbar und ausführlich, hier muss ich einfach so sagen, das hast du wunderbar und ausführlich genau erklärt, welche Risiken des Arbeitgebers da einfach bestehen, wenn er da zu vorschnell mit arbeitsrechtlichen Sanktionen kommt. Denn da sind wir uns ziemlich einig, bevor nicht das Gesundheitsamt hier in Richtung Beschäftigungsbetretungsverbot irgendetwas erklärt hat, sind alle Bestandsbeschäftigten, die vor dem 15. März schon beschäftigt waren, weiter, ganz normal weiter zu beschäftigen. Das ist aus Sicht des Arbeitgebers, meine ich, noch gar kein rechtliches Interesse daran und erst recht keine Legitimation zu sagen, ich agiere jetzt mit Sanktionen gegenüber meinem Arbeitnehmer, denn die Gesetzessystematik ist ja gerade so. Der Arbeitnehmer muss vorlegen, tut er das nicht fristgemäß, muss der Arbeitgeber melden. Und dann entscheidet das Gesundheitsamt nach entsprechender Anhörung der Betroffenen und genau. Ermessens. Ja. Und erst dann, wenn das Gesundheitsamt im Rahmen seiner Ermessensausübung zu einem entsprechenden Verbot käme, dann sind wir dabei, dass der Arbeitgeber über Sanktionen nachdenken kann. Wobei, und dann ist es ja auch noch, ne, also der Arbeitgeber sollte deswegen erstmal auch sagen, erst dann, wenn ein rechtskräftiger Bescheid des Gesundheitsamtes vorliegt mit einem Beschäftigungsverbot. Jetzt nehmen wir mal das Beschäftigungsverbot. Erst dann ist der arbeitsrechtlich gebunden. Und auch da ist ganz wichtig, diese Anhörung ist ja der erste Schritt der Behörde. Ne? Und da reagieren wir jetzt und machen das Fenster ganz weit auf und sagen, pass mal auf, liebe Behörde, wir wollen mit dir drüber reden, Ermessensentscheidung, das spricht dafür, das spricht dagegen. So, die Zeit geht ins Land, ja, die Urlaubszeit kommt, auch da werden die Sachen dann ein bisschen liegen bleiben. Es werden vielleicht immer mehr die Antworten, ja, je mehr zuhören und die auch unsere Empfehlung wahrnehmen. Und dann ist es so, dass irgendwann mal eine Entscheidung kommt und wenn die Entscheidung positiv ausfällt, dass man sagt, okay, du bist befreit, dann ist gut. Ja? Mhm. Wenn die sagt, nee, wir würden jetzt einen Bescheid erlassen und danach darfst du nicht mehr arbeiten, sprich Beschäftigungsverbot und das wird angewiesen gegenüber dem Arbeitgeber auch, dann ist es so, dass man ja gegen diesen Bescheid immer noch mal das Rechtsmittel wahrnehmen kann, binnen eines Monats dann Widerspruch einlegen kann. Ja? Ja, genau, richtig. Und das war gut, dass du diese Frist erwähnst. Die gilt ja schon unserer Empfehlung nach bei der Anhörung. Ich bekomme dieses Schreiben der Behörde. Dann empfehlen wir immer, nimm das Behördendatum, Datum des Schreibens der Behörde, so rum, pack da einen Monat drauf. Und bis dahin muss die Antwort, sprich auf das Anhörungsschreiben, auch schon als Widerspruch formuliert, aber natürlich auch dann auf die entsprechende, möglicherweise nicht im Interesse des Arbeitgebers und Arbeitnehmers ausfallende Entscheidung der Behörde, wenn er sagt, hier, ab dem und dem Betretungsverbot, schauen, wann ist auf das Datum dieses Schreibens. Ein Monat ist die Frist für den Widerspruch dagegen. Bis innerhalb dieses eines Monats muss der Widerspruch bei der Behörde eingehen. Und wie gesagt, der muss ja noch nicht mal begründet werden. Auch hier nochmal zeitliches Spiel. Ne? Ja. Auch hier ist es ja nicht nur, dass der Arbeitnehmer belastet ist, sondern der Arbeitgeber ist ja auch belastet, wenn jetzt plötzlich er den Mitarbeiter nicht mehr einsetzen könnte. Das heißt, wenn der Arbeitgeber und der Mitarbeiter weiter zusammenarbeiten wollen, dann müssen die gar nicht miteinander an dieser Stelle ins Streiten kommen, sondern auch der Arbeitgeber könnte sagen, ey, passt mal auf, ich bin der Meinung, ich will den weiter einsetzen. Ich habe den zwar vorsorglich gemeldet, weil ich nach dem Gesetz dazu verpflichtet bin und weil ich kein Ordnungswidrigkeitsgeld von dir bekommen möchte. Ja, das kann ja empfindlich sein, was sie dann an Strafe bekommen, die Arbeitgeber. Aber ich bin der Meinung, dass man den befreien könnte oder dass ich den gerne auch weiter einsetzen möchte. Und wenn jetzt so ein Bescheid kommt, könnte noch der direkt betroffene Arbeitnehmer kann Widerspruch einlegen, aber auch der Arbeitgeber sollte darüber nachdenken, weil er doch dritt beeinträchtigt ist dadurch, wenn er ihn nicht beschäftigen kann, ob der vielleicht da eine Allianz mitmacht und auch sagt, ja, auch ich werde mein Rechtsmittel einlegen. Und dann legt man zum Ablauf der Monatsfrist dort seinen Widerspruch ein und sagt, ja, ich möchte den Widerspruch begründen. Und wenn man jetzt anwaltlich vertreten ist, könnte man sogar noch eine Akteneinsicht beantragen, wieder Zeit gewinnen. Dann will ich erstmal in die Akte gucken oder ich kriege sie erstmal zugesandt. Da können nochmal 2, 3, 4 Wochen vergehen. Na, also du merkst ja immer, je weiter wir nach hinten kommen, umso mehr kriegen wir das Ganze ausgehebelt,
bis es Entscheidungen gibt, die sagen, die partielle Impfpflicht ist sowieso unwirksam. Aber dahingestellt sind wir noch nicht, da arbeiten wir noch dran. So, und ja, und dann ist es so, dass du dann sagst, so, jetzt habe ich mir die Akte angeguckt und jetzt begründe ich, dann hast du nochmal Zeit. Ja, und dann kommen doch solche Entscheidungen, selbst bei den Gesundheitsämtern, die jetzt schnell sind, im April, dann rutschen wir doch relativ schnell in den August, September rein. So, und wenn die dann irgendwann mal darüber wirklich bescheiden, dann kann ich immer noch die Klage dagegen erheben und ich kann sagen, bitte so lange aussetzen, muss man wahrscheinlich extra beantragen, dass hier über die Dauer der verwaltungsgerichtlichen Verfahren dann ausgesetzt wird, aber dann bin ich doch ruckzuck nachher auch in dem Bereich drin, wo der 31.12. vorbei ist. Na, also auch mal als praktische Lösung an den Rand. Aber du musst natürlich das Verfahren bis dahin, musst du schon ein bisschen, wie sage ich so, kreativ leben, ne? Das ist wohl wahr, richtig. Grundsätzlich ist es so, na klar, ist ja allgemein bekannt, verwaltungsrechtliche Angelegenheiten ziehen sich ohnehin länger hin. Aber wenn man das noch ein bisschen fördern kann, diese Zähigkeit des Rechtsfortschritts in derartigen Verfahren, dann kann man das im eigenen Interesse natürlich auch sehr gut tun. Mhm. Und wenn man da so nicht genau weiß, wie man es machen soll, naja, da kann man sich ja gerne an uns wenden, die entsprechenden. Genau, ne? Dann kann man da beraten. Lass mich mal noch eine Überlegung zum Schluss unserer heutigen Folge und wir setzen dann gerne mal zum anderen Zeitpunkt nochmal fort mit einem Beitrag. Was wir noch nicht angesprochen haben, was ist denn mit solchen Argumenten, wenn der Mitarbeiter, ich sag mal so, der ist direkt mit Office-Tätigkeiten, ja, der ist, sag ich mal, Betreuer, Systembetreuer, IT-Betreuer in den Unternehmen tätig und ist sonst hat normalerweise sein Dienstzimmer oder sein Zimmer, wo er arbeitet, direkt irgendwo auf der Station. Der muss also durch die Bereiche durch, wo die vulnerablen Gruppen letztendlich auch sich aufhalten. Und jetzt hatten wir ja so lange die Möglichkeit, dass du einen Homeoffice-Anspruch hattest. Jetzt ist aber nach dem Gesetz der Homeoffice-Anspruch des Mitarbeiters ja weggefallen. Jetzt kann er den Arbeitgeber natürlich fragen, kann ich im Homeoffice weiterarbeiten, wenn der Arbeitgeber sagt, nö, ich möchte dich aber nicht im Homeoffice arbeiten lassen. Es ginge zwar, aber ich will es einfach schlichtweg nicht. Und jetzt sagt er, naja, aber pass mal auf, normalerweise, um meine Tätigkeit zu erbringen, kann ich das im Homeoffice machen. Schilder ich das dann auch im Rahmen dieses Anhörungsschreibens, um dann zu sagen, deswegen falle ich da nicht drunter? Eins im Beispielfall, ne, damit man mal denkt, wie kreativ man sein kann. Ja, klar. Also, man muss ja mal überlegen, vorhin habe ich es ja angedeutet, an sich sitzen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ja in einem Boot. Aber natürlich müssen wir immer damit rechnen, dass vielleicht doch der eine oder andere Arbeitgeber die ganze Sache doch ein bisschen irgendwo, weiß ich, noch nicht so ganz erkannt hat, was eigentlich für ihn das Richtige in dem Fall ist, das Beste ist. Oder vielleicht geht es auch gar nicht. Ja, aus seiner Sicht. Da fehlt ihm die Fantasie oder die Ideen oder auch die Informationen einfach, warum das für ihn in dem Fall besser wäre. Aber dann muss es der Arbeitnehmer natürlich allein darstellen, im Zweifel gegenüber dem Gesundheitsamt erstmal. Ja, klarstellend machen, hier, ich kann ausschließlich im Homeoffice eingesetzt werden, liebe Gesundheitsamt, deshalb besteht die Frist nicht, die Pflicht nicht. Ja, dann wird das Gesundheitsamt den Arbeitgeber dazu anhören und das hat zweierlei Effekt. Der Arbeitgeber muss sich nochmal damit auseinandersetzen, kriegt vielleicht vom Gesundheitsamt auch den Hinweis, na, hör mal zu, gerade im Gesundheitswesen, lieber Arbeitgeber, denk doch mal drüber nach, wenn dieser Arbeitnehmer nicht mehr bei dir beschäftigt werden kann, wie willst du dann deinen Auftrag im Rahmen des Gesundheitswesens ausführen? Wir als Gesundheitsamt sind ja dazu verpflichtet, hier die Gesundheitsvorsorge aufrechtzuerhalten und weisen dich, Arbeitgeber, mal darauf hin, mach mal bitte, kümmere dich mal bitte. Hat vielleicht erstens den Effekt, der Arbeitgeber denkt nochmal drüber nach und das Verfahren mit dem Gesundheitsamt dauert erstens nicht nur länger, sondern geht auch zugunsten des Arbeitnehmers vielleicht aus. Und zweitens, wenn der Arbeitgeber gleichwohl das Ganze noch nicht einsehen möchte und dann irgendwann zu den von dir vorhin angesprochenen arbeitsrechtlichen Sanktionen gegenüber dem Arbeitnehmer kommt, dann hat er natürlich erst recht die schlechteren Karten, denke ich, wenn es dann in die streitige Auseinandersetzung geht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das sanktionieren will, obwohl ihm ja wirklich, also nicht nur seitens des Arbeitnehmers, sondern seitens des Gesundheitsamtes auch aufgezeigt wurde, dass es statt seiner Sanktionen eben andere Möglichkeiten gibt. Genau. Der Arbeitgeber muss ja immer Verhältnismäßigkeitsabwägungen genauso machen wie die Behörde. Ist das, was ich mit meinem Arbeitnehmer dort machen möchte, ist das noch verhältnismäßig? Also ich denke, da sind jetzt viele wertvolle Tipps dabei gewesen, auch Argumente, wenn man sich damit auseinandersetzt, für den einen oder anderen, der davon betroffen ist oder der jemanden kennt, der davon betroffen ist, so dass man da so ein Gespür für bekommt, was man machen könnte. Details sicherlich, wir stellen da Musterschreiben zur Verfügung, die kann man sicherlich dann auch
für einen überschaubaren Betrag erhalten oder man nimmt die individuelle Beratung, gerade wenn es ein bisschen komplexer ist. Mhm. Auch da ist es ja so, dass du mit deinem Team ja relativ viel am Telefon und wir machen es ja über Zoom in der Videotelefonie bist in der Beratung. Also da kriegt man immer auch individuelle Lösungen hin. Kurzer Ausblick noch. Es ist ja so, dass die allgemeine Impfpflicht ja gescheitert ist. Ja, also da ist es ja so, dass der Vorschlag nicht durchgegangen ist. Ich meine auch zu Recht, auch wenn erstaunlicherweise mehr als 5%, so wenn man den Statistiken glauben darf, eigentlich diese partielle, also nicht jetzt nicht die partielle, sondern die allgemeine Impfpflicht haben wollte, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Aber aus rechtlichen Gründen, wir wollen ja gar nicht ob gut oder böse sagen, aus rechtlichen Gründen, denke ich, ist das richtig, dass man das nicht gemacht hat, weil es auch nicht gehalten hätte, wenn man das dann zum Gericht gebracht hätte bei der aktuellen Situation. Und auch das hätte man ja wieder befristen müssen. Und das bei der momentanen Gefährdungssituation, glaube ich, auch nicht hält. So, dann haben wir auch schon die Situation, dass ja auch der Genesenstatus, der mal reduziert worden ist, dann auf nur 3 Monate, dass auch da die Verwaltungsgerichte mittlerweile gesagt haben, da hast du ja auch Entscheidungen erstritten, die gesagt haben, nein, das ist falsch. Gerade die Verweisung ans RKI und an solche Behörden ist auch nach der Gesetzessystematik in der doppelten Verweisung nicht zulässig und schon alleine deswegen kann das nicht richtig sein. Da ist ja auch der Genesenenstatus wieder verlängert worden. Und wenn man sich diese Systematik mal anguckt, dann glaube ich, wenn man das mal auf diese partielle Impfpflicht überstülpt, dann wird man in der Regelungssystematik der partiellen Impfpflicht, die ja einen ähnlichen Fehler begeht, sagen müssen, dass auch deswegen die partielle Impfpflicht nicht halten kann, wenn sie denn mal durch die Instanzen durchgestritten werden würde. Und das hängt davon ab, wie schnell die Gesundheitsämter sind. Und dann sind wir wieder genau bei der Stelle, wo wir schon waren. Und insofern danke, lieber Jan, für deinen Beitrag, für die Zeit, die du dir genommen hast. Weiterhin viel Erfolg, auch mit den Klärungen der Angelegenheiten für unsere Mandanten in diesen und anderen arbeitsrechtlichen Fragen. Wir sind am Schluss dieser Folge. Abwarten ist keine Lösung, gestalten ist besser als streiten. Deswegen sagen wir mal miteinander, gemeinsam in die Zukunft arbeiten macht mehr Sinn. Und dazu sollte dieser Beitrag auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch unterstützen sollen, dann schreibt uns an info@kanzlei-wulff.de. Jetzt muss ich selber mal überlegen. Oder schau einfach auf unseren Blog unter www.kanzlei-wulff.de auf unserer Homepage. Und gerne kannst du uns natürlich auch, findest du alles in den Shownotes, in den sozialen Netzwerken teilen, folgen und fragen. Jan, du hast das letzte Wort. Ich sage danke an der Stelle. Und ja, ich sage auch danke. Ja, dass wir das hier heute so schön miteinander machen konnten und hoffentlich ein bisschen auch für Aufklärung schaffen konnten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke, mach's gut. Tschüss. Ciao.